Leute, was geht? Wir reagieren heute auf das neue Video von den Jindawis. Das Video nennt sich, muss ich mal nachschauen, Luisa weint wieder. Okay? Okay? Ich mag's, wenn Luisa weint. Ihr kennt ihn. Wir fangen an. Los geht's. Komm, Mama. Findet ihr nicht, dass Imani 1:1 wie Mila aussieht? Hardcore, ne? Also ich hab's ja auch schon, ich war auch schon live dort. Nada und Mila. 1:1, Bro. Ey, wa. Hallo Amerika. Wir sind unterwegs. Mit Imani. Imani sieht man gerade aber nicht. Voilà Leute, wir haben locker über eine Stunde gebraucht, um sie hier reinzupacken. Wir wussten nicht, ist sie zu dick angezogen, ist sie nicht zu dick angezogen. Dann haben wir meine Mutter angerufen, sie hat uns ein paar Tipps gegeben. Und hier ist das fertige Ergebnis. Entweder sie ist tief mehr entspannt oder sie atmet nicht mehr. Aber ich denke, sie ist tief mehr entspannt. Ich bin gerade zum ersten Mal draußen, Leute. Ach, klein und süße, ja? Ist das der neue? Also wir reden nicht mehr über die Aktion, was die machen, dass es süß ist, sondern jetzt reden wir nur noch über Imani klein und süß, ja? Okay. Für mich ist voll komisch. Ich habe kein Babybauch und ich habe kein Baby in der Hand. Glaubst du jetzt? Ey, ich glaube, das kickt bei manchen Frauen, ne? Dass sie das dann vermissen, schwanger zu sein, weil sie dann einfach wussten, wie es ist nach 9 Monaten. Jetzt vermisst du so ihren Bauch und ich rieche Part 2. Ich gebe denen maximal 2 Jahre und es wird ein neues Kind kommen. Das hat mein Gefühl. Halt. Ich glaube nicht. Jetzt bewegt, die lebt noch. Wir hatten ein bisschen Probleme beim Anziehen. Irgendwie, manchmal, sie will einfach nicht. Und dann, man will diesen Arm nicht so strecken, weil man hat Angst, dass man ihn bricht. Das ist doch normal, sie will nicht. Stellt euch mal vor, jemand zieht euch 5-mal an und wieder aus. Er hat keiner Bock drauf. Stell dir vor, morgen, du ziehst sie an, sie fängt einfach an zu. Hannes, stellt euch mal vor, ihr werdet 5-mal an und ausgezogen. Das würde ich nicht bocken. Anlern, checkt ihr langsam, was hier abgeht. Reden, sag Mama, was machst du da eigentlich? Ich weiß, ich muss eigentlich so tun, als wäre ich ein Baby, ich kann nicht reden, aber du übertreibst deine Rolle, konzentrier dich mal. Das Gute ist hier, ich habe sie unter Kontrolle. Ja. Kann nicht jemand Kinderwagen klauen? Ja, wallah. Wer sie klauen will, muss mich klauen. Und glaub mir, als Räuber, du willst mich nicht klauen. Und jetzt Luisa dran. Voila Leute, man kriegt Rückenschmerzen ein bisschen, ja? Aber man genießt die Schmerzen, weil es wegen deiner Tochter. Ja, ich Baba. Jetzt stell dir mal vor, du hast 9 Monate ein Kind im Bauch, Bruder. Fühl, wa? Ja. Und wie geht's dir jetzt so nach der Geburt, wenn du spazieren bist? Einer schreibt, John hat deine Ex eigentlich auch Kinder? Digga, keine Ahnung, meine Ex hat auf jeden Fall geheiratet, falls sie schon Kinder hat oder schwanger ist oder was auch immer, wünsche ich ihr nur das Beste. Jeden sei ihr Glück gewünscht, weißt du, ich mein? Ah, nein, keine Ahnung, ich verfolge das nicht. Ich sehe das nicht, keine Ahnung. Ich hab das mir einfacher vorgestellt. Ein neuer Tag beginnt und wir haben hier wieder gesunde Sachen bestellt. Jindawi Bowl darf nicht fehlen. Hab ich auch gegessen, schmeckt gut. Ein paar Säfte. Leute, ich habe das letzte Spiel nicht gespielt. Manche von euch haben es gesehen. Ich saß auf der Bank, ich habe mit Luisa telefoniert. Anstatt spielen, hieß es telefonieren. Vielleicht ja mit Frau und Nachwuchs ist ja... Buck, es gibt keinen Menschen, ja? Es gibt keinen Menschen, der mehr telefoniert als er. Er kriegt alle 2 Sekunden Anruf, Bruder, ich check's nicht. Gerade erst Vater geworden. Ich habe so eine ganz leichte muskuläre Sache, es ist nichts Schlimmes. Aber das Problem bei mir ist, wenn ich nicht trainiere, bin ich komisch. Ich werde ungeduldig. Ich brauche irgendeine Beschäftigung. Warte, jetzt stell dir mal vor, ich trainiere nicht und sie wäre nicht. Ich mein's ernst, ich würde dich einfach aufessen. Ey, ach, oh mein Gott, süß, ja? Das war süß, seh. Der Chat hat aber nicht mitgezogen. Früher war das krasser im Chat. Ihr habt richtig Hunger, ne? Ich hab auch Brust, aber da ist kein Milch drin. Ich wollte das schon immer machen. Imani, bist du bereit? Chibabu! Chibababa, schön da oben, ha? Wallah, sie hat mich letztens angemeckert, weil ich ein bisschen gekleckert habe. Guck mal. Stark, Luisa. Ist aber normal. Sie scheißt hier die Möbel voll. Du machst die Möbel dreckig. Ich mach die Möbel dreckig. Kein Problem. Ey, was hat sich alles so geändert, als Imani auf die Welt kam? Alles. Wallah, alles, Leute. Und auch wenn ich es nicht gedacht hätte, ich genieße so krass die Zeit zu Hause. Seitdem sie geboren ist, ist auch ein richtiges Zuhause geworden. Oh nein! Was passiert jetzt? So, jetzt wird gekocht. Beschreib dein Leben. Anlern, niemals heiraten, Digga! Niemals heiraten! Dieser Blick und diese Mimik, Bruder, ist die Aussage, niemals zu heiraten und Kinder zu kriegen. Kriegst du Kinder, gibst du dein Leben auf. Du musst dein Leben lang für dein Kind da sein und... Und dieses Scheißkind, also nicht deren Kind, sondern ich zum Beispiel, wird mit 18 frech und widersetzt sich seiner Mutter. Nee, ich will nicht Schüler weitermachen, ich will YouTuber werden. Versteht ihr langsam, was hier abgeht? Anlern!
Ich mach ein bisschen Spaß, Digga. Aber guck mal, ihr Moralabschluss an, Alter. Einfach tot, Bro. Kaputt. Man denkt immer, oh, ich will heiraten. Diese Couple-Videos sind so schön. Oh, schön. Oh, ich wünsche Jen auch seinen Freund. Und oh, ich wünsche Jen auch so eine Frau. Ah, und dann kriegt man Kinder. Und man hat geheiratet, hat das alles. Und dann... Ein Wort, seitdem du Imani hast. Knast. Leute, wir gehen nicht raus. Wir sind nur zu Hause. Wir kriegen keine Luft. Wir brauchen Stickstoff, Sauerstoff, Endorphine, Melatonine. Wir brauchen Luft. Ist kalt, ist kalt. Guten Morgen, Amerika. Macht bestimmt voll Bock, um 4.37 Uhr aufzustehen, weil er geht weit. Macht bestimmt Bock, Digga. Safe. Kannst du schlafen? Ich kann hier nicht sauer sein, Mann. Ich kann hier nicht sauer sein. Ey, Mann. Schon wieder Action im Hause Jindawi. Ach, das wird sich irgendwann legen. Die werden sich dran gewöhnen und so. Ich mach nur Spaß. Bitte zeug 1000 Kinder. Das ist der Sinn, das ist der Sinn im Leben. Gib sie her. Oh. Sie ist vor ihre Kacke weggerannt. Das Ding ist so, du bist Mama. Sie fühlt sich nicht gut, wenn Baba die Kacke sieht. Sie denkt sich so, ich schäme mich vor dir, Baba. Deswegen hat sie so geweint. Ja, ich glaube auch. Ich habe die Kacke nicht gesehen. Die war rosa. Rosa war die. Mit Glitzer. Rosa mit Glitzer, Baba. Rosa mit Glitzer. Der Baba-Tanz? Jalla. Baba, Baba, Baba. Baba, Baba, Baba. Baba, 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 Baba. Die machen sich aber gut, Digga. Eins in den Chat. Die machen das gut. Ey! Ey, Digga! Ey, Walla, ihr Kopf riecht so schön. Sie riecht wie Baba. Zeig mal, denk. Neugeborene Babys riechen sehr, sehr angenehm. Janet-Kokos, sagt man doch. Riecht auch gut. Was ist das für eine Familie? Wir schnüffeln an Köpfe in der Nacht. Baba, Baba, Baba. Wow, ich liebe sie. Ich versuche die Liebe jetzt zu Imani zu beschreiben. Ich liebe sie so krass. Baba, konzentrier dich, ich mach grad ein Gedicht für dich. Ich liebe sie so krass. Walla, Luisa, ich meine das. Hallo, konzentrier dich. Ernst, ne? Gesundheit. 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 Okay. Und Schönheit. Und Freiheit auch. Ich lieb dich einfach, Baba. Walla, ich lieb dich über alles. Du bist mein Fleisch und Blut. Du siehst aus wie Baba. Ja. Du siehst aus wie dein Vater, Willi. Was guckst du mich so an? Ich hab den Kaka nicht gesehen. Sie war rosa. Wallah, mashallah. Sehr süß, ne, Chat? Mashallah. So also hab ich ein bisschen gesehen mit Glitzer. Okay, Baba? Einmal noch schlafen, Imani. Und morgen kommt Tante Mila. Was glaubst du, was sie zuerst sagen wird? Mama oder Baba? Boah, safe Baba, Digga. Was sagt ihr, Chat? Safe! Ich hab den nicht gesagt, aber sie hat schon Baba gesagt. Ey, Baba. Man steht auf, man ist einfach glücklich. Jeder Baba. Normal, man ist glücklich, wenn man 12 Stunden schläft. Bestimmt bin ich genau. Wie lange hab ich denn gestern geschlafen? Also bestimmt gebe ich meinen Schlaf auf, Digga. Ich hab gestern 4 Stunden geschlafen, während du 8 Stunden geschlafen hast. Mach die Augen auf, hier ist Baba. Was macht sie? Meditiert sie oder was? Ey, ich hole Mila gerade aus der Schule. Aha. Wie geht's dir, Tante Mila? Gut. Was hast du gerade gemacht? Ich war in der Kochhalle und hab gekocht. Mike, ich will... ich will keine Kommentare lesen mit Lila redet, John lacht. Okay? Ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich meine das ernst. Ich möchte das nicht. Hanne, tut mir einmal den Gefallen und ich möchte es einfach nicht, okay? Lass es sein. Ich möchte es nicht. Was hast du heute gekocht? Heute haben wir Börek gemacht. Börek? Ja. In der Schule? Ja. Heute ist ein besonderer Tag. Was? Wir kaufen richtig viele Geschenke für Luisa. Weißt du warum? Ah, bei ihm hätte ich schon gewonnen, weil die Mama ist. Genau. Mila hat sich fertig gemacht. Heute ist ein besonderer Tag, Leute. Aber nicht ein besonderer Tag für mich oder für Mila, sondern ein besonderer Tag für Luisa. Wir werden ihr mehrere Sachen holen. Wir wissen ehrlich gesagt noch nicht was. Wir fahren einfach durch Berlin und gucken, was wir Schönes kaufen können, um ihr eine Freude zu machen. Luisa hat uns das schönste Geschenk gemacht, was man uns nur machen kann. Imani war in ihrem Bauch. Sie hat Imani auf die Welt gebracht. Und Nada, heirate mich. Für diese netten Worte, ich will, dass du mich heiratest, Digga. Ich finde, das muss man belohnen. Leute, auch wenn ihr nichts bekommt, versucht immer zu schenken. Weil schenken ist was Gutes. Amen. Checkt langsam, was hier abgeht. Schenkt was. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt Menschen, die haben nicht so viel. Deswegen versucht immer zu schenken. Ich sag dir ehrlich, ich will ihr sehr, sehr viel schenken. Sehr viel und sehr viel schöne Sachen.
Muss nicht teuer sein. Semtex schreibt, schenkt Subs, Kappa. Semtex, an der Stelle, Digga, ich sag dir ganz ehrlich, Bro, ich sag dir ganz ehrlich, weil du jetzt auch in dem Video drin bist, ich sag dir ehrlich, Digga, eine Fünferbombe von dir wäre nicht schlecht. Warum soll ich lügen, Bro? Du hast noch 4 Minuten Zeit, um zum Ehrenmann zu werden in dem Video. Ich sag dir ehrlich, Digga, so. Wenn es teuer ist, dann ist es halt so. Aber Hauptsache, wir machen sie glücklich. Ich würde sagen, wir gehen in ein Einkaufscenter und alles, was wir Schönes sehen, kaufen wir ihr, okay? Ja, okay. Gute Idee. Ey, du hier, ich hier drüben. Hanne, check dir langsam, was hier abgeht. Check dir langsam, was hier abgeht, Digga. Fünferbombe von Semtex. Anjön, versteht ihr langsam, was ich euch hier versuche zu erklären, Digga? Check dir langsam. Ich möchte nicht von der Reaktion ablenken. Wir machen weiter. Ehrenmenschen gehen raus an Semtex und auch an Noob Campaign für die Fünferbombe. Moment, wir warten noch, bis dein Name hier eingeblendet wird. Ich will, dass du auch in den Jindawi-Reaktion wieder dabei bist, mein Bruder. Warte, da bist du. Wir machen weiter. Dankeschön, Jungs. Wer zuerst oben ist. Und los. Du hast verloren, du hast verloren. Nochmal von vorne. Wer runterfällt, hat auch verloren. Und los. Lass sie doch gewinnen, ja. Hey! Okay, nächstes Spiel. Wer zuerst am Fahrstuhl ist. Los. Und das liebe ich an den Jindawis, Bro. Er kann aus jeder Kacke etwas Unterhaltsames machen. Das können nicht viele. Können nicht viele. Ist so, Bro. Ich bin mit Osa noch nie drauf gekommen, sowas zu machen. Mein Bruder Sinn mit einer 10er Giftbombe. Okay? Und ihr kennt die Regeln. Wenn einer 10 Subs verteilt, sagen wir einfach nur Kuss Digi, dann schön, wir machen weiter. Ey, ich hab gewonnen, ich war zuerst am Fahrstuhl. Du falscher Fuffi, du falscher Dorado. Ich wusste nicht, wo der Fahrstuhl ist. Zählt nicht? Zählt nicht. Ey, die ist schön, oder? Ja, sie wird sich richtig freuen. Leute, wir haben so viele Ketten gesucht, dann haben wir die schönste gefunden. Exi schreibt, stell dir vor, 24- und 26-Jährige machen Rennen zum Fahrstuhl. Hast du ein Problem damit, Digga? Was hat denn das Alter damit zu tun, lustige Videos zu machen, hm? Wie heißt das Zeichen nochmal? Es ist das für immer Zeichen. Also geht nie vorbei. Geht nie vorbei. Das heißt, unsere Liebe geht nie vorbei. Jetzt verstehe ich. Wir holen dir 3 Schuhe, okay? Natürlich, für sie alles. Ja, wir nehmen alle 3. Ach, jetzt verstehe ich auch den Titel. Sie hat wahrscheinlich geweint, als das Geschenk zu Hause ankam. Ich bin gespannt. Luisa hat sich immer ein Glätteisen von Dyson gewünscht. Glätteisen, Dyson, kenne ich nicht, benutze ich nicht, aber soll gut sein. Oh wow, Nada kennt sich mit Glätteisen aus. Oh mein Gott, ich will auch sein Mann, der mir ein Dyson Glätteisen schenkt. An alle Leute, die vergeben sind und die Videos von den Jindawis gucken. RIP an euch, Jungs. RIP an euch. Haltet durch. Haltet es aus. Nada, wir brauchen unbedingt Blumen. Und wie viel hast du? 6, 8. Das Einzige, was ich schenke, ist, such die Doni. Das war der Kommentar des Tages, Digga. 15 und 18 haben wir. Hast du nicht mehr? Das war's. Dann nehme ich die du hast. Die alle, ja? Ja. Wer Gutes gibt, der kriegt auch Gutes zurück. Hey. Wir haben alles geschafft, Mila. Komm, Mila, komm, hey. Ist dein Vater Straße oder was? Was habe ich euch gesagt, Digga? Es gibt eine Regel auf dieser Welt. Mit Rosen eroberst du das Herz einer Frau. Der Rosenboss. Merkt euch das, Digga. An der Stelle, Rudi, hier einmal das Bild einblenden mit meinem Rosen. Mit Rosen verlierst du nie, Digga. Merkt ihr das? Auf. Wir sind fertig. Ich kann nicht mehr. Luisa hat Hunger. Sie ist ein bisschen angepisst. Kann ich verstehen. Wäre ich auch, wenn ich nicht wüsste, wo mein Mann ist. Wir holen jetzt noch Essen für Luisa. Und dann ist der Tag perfekt. Ich weiß, war anstrengend, aber Walla, sie wird sich so freuen, oder Mila? Sie wird so von Freude, glaube ich, heulen. Schauen wir mal. Das ist alles für dich, weil du die beste Mama bist. Oh nein, das geht los. Atmet durch, Chat. Einatmen. Einatmen. Das Video geht noch 20 Sekunden. Einatmen. Ausatmen. Habt ihr ausgeatmet? Das ist der Welt und weil du uns das größte Geschenk gemacht hast. Oh nein! Mann, er hat's rausgeschnitten! Mann, no!
Schade, Mann. Er will nicht, dass man sich darüber lustig macht. Okay, dann machen wir uns nicht darüber lustig. Den Titel haben wir trotzdem mitgenommen. Luisa, weine nicht. Luisa, tolle Arbeit gemacht. Gut gemacht, Luisa. An der Stelle geben wir einen Daumen hoch. Abonniert haben wir schon. Wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Gendoys-Videos reagieren sollen, dann gebt auch dieses Video einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal, würde mich sehr freuen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen um 21 Uhr wieder. Wenn es wieder heißt... Nichts. Okay, tschüss.